Eine neue Date-Woche steht an in der 8. Folge von Der Bachelor. Woo! Ja, Leute, wir verlassen alle Villen, wir verlassen den ganzen Glamour und haben in dieser Folge nur Dates, Dates und weitere Dates. Yippie! So ungefähr kann man die ganze Folge schon zusammenfassen und es wird noch langweiliger als zuvor, aber wir ziehen das weiter durch. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie habe ich diesmal den Drang, den Bachelor einfach zu Ende zu bringen und dann zu sagen, reicht wieder für ein Jahr. Zum Glück, das war echt nicht spannend. Wer sich allerdings natürlich trotzdem die ganze Folge angucken will, kann es immer gerne machen, Leute. Auf RTL Plus, den Link findet ihr wie immer unter der Videobeschreibung. Ansonsten bitte abonniert den Kanal, das ist echt anstrengend langsam. Ich brauche auch Geld. Und wir genießen jetzt gemeinsam den Bachelor. Ja, okay, alles klar. Und ist in die pulsierende Kleinstadt gereist. Eine Stadt voll reichhaltiger Kultur, umgeben von einer beeindruckenden Natur. Und was siehst du? Irgend so eine schmale Gasse und irgendeine Topfpflanze im Hintergrund. Beeindruckende Natur. Das hätten sie sich auch ein bisschen sparen können. Das erste Date wird genauso bunt und lebhaft wie die Stadt selbst. Jede Lady bekommt ihr eigenes Einzeldate. Allerdings ein Einzeldate auf Zeit. Wow, das hört sich ja richtig lebhaft an, wenn man tick-tack auf Zeit nur ein Einzeldate hat. Wahrscheinlich nur so eine Viertelstunde oder was und dann dürfen die schon wieder abhauen. Das klingt ja super spannend. Ich werde heute auf alle 6 Ladies treffen in kurzen Einzeldates von jeweils 3 Minuten. Oh, es sind nicht mal 15 Minuten, es sind 3 Minuten. Was soll da groß bei rumkommen? Die sagen dem Hallo und können dann quasi auch schon wieder gehen. Also das ist, glaube ich, jetzt nur für uns Zuschauer gemacht worden. Und wir Zuschauer können wahrscheinlich ein bisschen darauf verzichten. Aber wir schauen mal, wir wollen ein bisschen unvoreingenommen noch sein. Wir sind nicht unvoreingenommen. Wir sind trotzdem gespannt und gucken mal, was passiert. Flügner! Alright. Aber geht's denn? Schon mal Tuk-Tuk gefahren? Na, doch, ja? Doch, ja? Doch. Einmal in Kenia. In Kenia? Ja. Haben die das auch? Und du? Wow, und das waren wunderschöne 3 Sekunden Fahrt. Wofür war das jetzt? Egal, es gibt jetzt mehrere Etappen, wo man ganz schnell super spontan romantische Momente miteinander teilt oder so. Ja. Geht's ja gut? Ja. Ja? Rauchst du eigentlich? Nein. Nein? Du? Mm-mm. Okay. Schmeckt? Ja. Wer kriegt das letzte Stück? Ich? Okay. Ja? Dann nimm ruhig. Weil ich muss diese Pizza gleich noch 5-mal essen und deswegen bitte iss auch ruhig du einfach die Pizza. Ich möchte nämlich gerade gar nicht. Und dann, oh, it's raining. Hast du schon mal im Regen getanzt? Hast du mal im Regen noch nie getanzt? Nein. Im Regen geküsst? Nein. Auch noch nicht. Möchtest du denn im Regen küssen? Ah, okay, auch nicht. Ja, dann machen wir es nicht, Alissa, ne? Und dann geht's auch schon direkt nochmal weiter. Im Regen hat gut funktioniert mit dem Tanz, oder? Let's dance, Alissa, ey. Diese mexikanische Band darf einfach auch niemals fehlen, wenn RTL in Mexiko ist, ne? Ja, und dann dance sie nochmal ab und der so, ja, war schön, oh, verschwinde jetzt, jetzt die nächste dran. Und dann macht ihr das Gleiche nochmal, mehrmals, jedes Mal. Und man sitzt da so, hä? Ich sage, hast du schon mal geküsst im Regen? Nicht? Noch nie. Oh mein Gott, und diesen wundervollen romantischen Moment haben er und Chiara jetzt endlich ihren ersten Kuss gehabt. Ja, aber halt nicht nur sie, sondern er küsst dann tatsächlich auch jede, außer Alissa. Wow, das ist ja magisch. Nein, nein. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Im Regen, hast du mal im Regen getanzt? Nein. Doch. Aber weißt du was, du hast doch letztens was gesagt, dass du gerne verrückte Dinge machst. Mhm. Ich würde auch gerne was Verrücktes machen. Ich würde auch gerne was Verrücktes machen. Und los geht's. Ist es eigentlich noch so verrückt, wenn die schon miteinander rumgeknutscht haben? Weil, naja, also, sie hatten ja schon diesen Kussmoment. Da ist doch nach dem ersten Kuss ein bisschen zumindest die Spannung raus, oder? Allerdings am meisten habe ich diesen Moment richtig gefühlt. Der Typ steht da oben auch nur so, oh mein Gott, und das ist mein Job? Wow, wow, ich liebe mein Leben. So geht's, oder? Hast du mal im Regen getanzt? Hast du mal im Regen geküsst? Nein. Noch nie? Echt? Nein. Dann wird aber Zeit, oder? Oh, und sogar Yeti bekommt ihren ersten Kuss. Yeti, die ich jedes Mal vergesse, dass sie dabei ist, weil sie leider für das Format Bachelor in der Szenerie relativ unwichtig für uns Zuschauer ist. Ich hatte allerdings auch das Gefühl, dass der Typ in den Wasserschlauch irgendwie nochmal extra mehr Wasser später reingehauen hat. Dass er irgendwann sagte, komm, fuck it, ich gebe jetzt alles. Und weil er wirklich gar keinen Bock mehr hatte. Aber der Regenschirm hat standgehalten.
Ja, das ist ja super. Naja, nach diesen tollen Einzeldates folgen dann auch am nächsten Tag direkt Gruppendates. Oaxaca ist bekannt für seine gute Küche und ich werde heute mit Alyssa, Yeti und Chiara Quesadillas zubereiten. Quesadillas machen sie, richtig schön. Ja, und dann treffen sie den, reden mit denen und haben hoffentlich ein paar Einzelgespräche. Aber sie machen halt noch Quesadillas. Wir werden nämlich Quesadillas zubereiten. Wie bitte? Enchiladas? Waren das Enchiladas? Ich mag eigentlich mexikanisches Essen nicht so gerne. Ja, das Date ist natürlich schon mal dann ein leichter Reinfall. Die eine weiß schon gar nicht mehr, was sie kochen. Die andere hat gar keinen Bock, das zu kochen. Ja, Traum. Aber weißt du, was halt krank wäre? Sandwich-Maker, so. Da kommt Knoblauch fast überall, überall rein. Ne? Ja, genau. Ja. Irgendjemand hat gefragt, ob du Knoblauch isst. Und dann hieß es nein. Und ich so, oje, ich glaube, das kann nichts werden. Wer hat gesagt nein? Ich weiß es nicht mehr, es war ganz am Anfang. Lüge. Lüge, ich liebe Knoblauch. Allerdings sind das doch die richtig cleveren Taktiken. Gehst auf ein Gruppendate am Anfang der Staffel mit dem Bachelor und behauptest sämtlichen Scheiß über den. Leute, der tötet gerne Katzenbabys, der mag keinen Knoblauch. Alles und alle sind so, vielleicht gehe ich dann einfach freiwillig, ohne mich mit dem nochmal zu unterhalten. Bam, Konkurrenz rausgehauen. Was soll ich nur ohne deine Tipps tun? Kocht ihr sonst viel? Also das, was ich kochen kann, koche ich gern und das koche ich auch oft. Yeah. Ich koche auch sehr viel mit Freunden. Meine Lieblingsdreigerichte immer und immer und immer wieder. Ja, die Chiara ist einfach für alles zu haben. Ja, in der Gruppe habe ich heute die Blickkontakte zwischen mir und David nicht so wirklich wahrgenommen. Könnte vielleicht daran liegen, Yeti, dass die Konkurrenz halt nicht schläft und halt auch viel, viel anziehender für den Bachelor ist und ja, auch wir ja dauernd vergessen, dass du da bist. Ich fand schon irgendwie so bei dem Date, der hat irgendwie so nur mit der Chiara gesprochen. Das war der schönste Ort, an dem du mal warst. Ich bin ein Riesenfan wirklich von Südafrika einfach. Ja, also, ist wunderschön. Da habe ich mir auch immer mal gedacht, ja, die können sich dann so ein Date teilen, während ich da so... Naja, man muss auch dazu sagen, dass Chiara sich auch ein bisschen mehr Mühe gibt, also was das Gespräch angeht. Also ich finde, sie versucht häufig Gespräche aufzubauen, was zu fragen und nicht nur, hey, magst du auch Käse? Hä? Ich meine, okay, das war jetzt auch nicht gerade das tiefsinnigste Gespräch ever, aber immerhin, sie versucht immer was nachzufragen und im Gespräch zu bleiben und naja, wenn die anderen das halt weniger machen, bleiben sie auch weniger im Gespräch. Chiara, ich sehe sie nicht zusammen. So als Liebespaar. Allerdings sieht jemals jemand die Konkurrenz als potenzielles Match für den Bachelor, den man auch haben möchte. Ich glaube, das habe ich noch nie gehört. Oh mein Gott, ihr würdet so gut zusammenpassen. Ich gehe jetzt freiwillig, weil ihr die wahre Liebe seid. Nie jemand. Das sagt nie irgendwer. Als Chiara dann allerdings auch noch ein Einzelgespräch bekommen hat, haben sich dann auch noch Alyssa und Yeti gedacht, ja nee, komm, dann lass einfach saufen. Everybody! Shop. In 20 Minuten sind wir halb besoffen, ne? Ich glaube, nach dem dritten habe ich aufgehört zu zählen. Oder nach dem vierten, fünften. Und wenn der Bachelor dann zurückkommt, ist man nur so, wuhu, ich bin bereit, mit dir zu reden. Und dann denkst du dann nur so, alles klar, du kriegst keine Rose mehr. Oh, was passiert hier ohne uns? Alyssa. Ja? Hast du Lust, mich zu begleiten? Ja, nehmen wir das mit? Quatsch. Erstes Paar, ich ist, ja. Die war nicht bereit, ihn zu begleiten. Die wollte, glaube ich, noch nicht. Die war noch so, oh fuck. Wenn am Arsch. Wenn alles, was er so sagt, wirklich wahr ist, ja dann heide, nein, da habe ich ein bisschen ein Problemchen. Weil dann findet sie ihn noch toller als eh schon gedacht. Sie hat eh schon ein bisschen Bock auf den, aber wenn er sie jetzt auch noch nicht anlügt, bam, dann ist es einfach, ne? Ich liebe es eigentlich so, davon auszugehen. Ich glaube, vielleicht könnt ihr mich auch anlügen, aber wenn er die Wahrheit sagt, dann wäre es cool. Dating, so läuft's. Ein Einzeldate gibt's allerdings auch noch und das ganz überraschend für Yeti. Tschüssi, danke schön. Ja, Vorsicht. Und wir gönnen uns noch einen Nachtisch. Jetzt gibt es einen Nachtisch. Und vielleicht hat der Yeti einfach ein bisschen ignoriert, weil er wusste, er wird mit ihr nachher noch quatschen wollen und quatschen können. Und deswegen hat er seinen Fokus auf die anderen gelegt. Kann ja wirklich sein. Naja, dann haben wir uns alle geirrt. Hätte man sich auch denken können, ne? Naja, und beim Einzeldate kommen die beiden sich dann erst sprachlich und dann noch, naja, thematisch näher. Und der erste Kuss, du bist mir immer einen Schritt voraus. Immer. Naja, oft. Wieso? Oft möchte ich irgendwie die Situation ergreifen und dann tust du es vor mir. Hättest du sie gestern gerne ergriffen? Ja, ich hätte dich nach einem Abschiedskuss gefragt. Wäre es nicht dazu gekommen. Ja. Allerdings hat er sie ja schon vorher geküsst und sie hat sich so vorgenommen. Und er denkt sich so, naja, aber wenn wir jetzt ja auch gerade schon wieder sind, beim Einzeldate, scheiß auf kennenlernen. Kannst du mir ja jetzt mal rauskommen. Wenn man selber anspricht, du kannst mir ja jetzt vorauskommen, um dann zu knutschen, kommt die andere Person dann... Nee, gar nicht, ne? Egal. Sie nutzen aber die Zeit dann richtig gut. Beim Einzeldate kommen sich Yeti und Bachelor David schnell näher. Es passiert einfach.
Ne? Die Spannung ist einfach da. Ich hatte einfach bis jetzt die ganze Zeit nicht das Gefühl, dass da irgendeine Connection ist, dass die richtig viele Themen miteinander besprochen haben. Und jetzt, wo sie mal wieder die Chance hätten, auch miteinander zu reden, wird geknutscht. Ich meine, das ist besser als bei Layla damals, aber es wird nur geknutscht. Und am nächsten Tag bekommen dann die anderen drei Ladies ein Gruppendate. Verbinde mit Natur immer ein Gefühl von Freiheit. Und ich denke, das Gefühl wird uns heute früh alle überkommen. Und die sind da richtig früh aufgestanden, um diese wundervolle Aussicht zu genießen. Und dann ist da erstmal Feldnebel. Hätten sie auch ruhig ein bisschen ausschlafen können. Aber die Aussicht an sich, wenn der Nebel weg ist, stelle ich mir richtig schön vor. Du? Ich stehe eigentlich immer früh auf. Also meine innere Uhr weckt mich halt auch am Wochenende relativ früh. Ja. Und alle drei denken sich so, fuck, er ist ein Frühaufsteher. Nee, das kann ich nicht. Damit komme ich nicht klar. Wobei ich mir bedenke, Frühaufsteher sind eigentlich so coole Menschen. Die haben so viel vom Tag, so richtig krass und sind dann so, yes, ich liebe mein Leben. Und ich bin so, 13 Uhr, habe ich mir den Wecker gestellt und ich bleib noch liegen. Naja, und beim einzigen Gespräch möchte Rebecca dann nochmal ihren Kuss ansprechen. War einfach eine Überraschung. Ich hoffe, sie ist gelungen. Ja, klar. Ja. Ja, natürlich. Ja, ich wollte mal aus mir rauskommen, ja. Dass du das auch mal siehst, dass es auch noch eine andere Seite an mir gibt und nicht so dieses kleine Mäuschen. Oh, Rebecca, du hast es so richtig gezeigt. In der Situation, wo ich eh küssen sollte, hast du den zweiten Kuss eingeleitet. Du bist so eine Gangsterin. Ach, Lisa. Habt ihr über das Date gesprochen? Mhm. Er hat dann nochmal zu mir gesagt, dass er es schön fand, dass ich aus mir rausgekommen bin, weil ich habe ihn halt gepackt und habe ihn geküsst. Ja? Mhm. Ich musste das machen. Warum? Ich finde, Lisa wirkt immer so wirklich happy für jemanden. Also nicht so überdreht am Rumschreien, wie alle immer so, ah, danke, wie cool, sondern so, oh, schön, freut mich. Also wirklich, freut mich für dich. Schön, dass du eine schöne Zeit hast. Mag ich voll. Ja, und Rebecca muss natürlich weiterhin jetzt dauerhaft über ihren Kuss reden. Hat sie jetzt mal erzählt, dass es in ihrem Freundeskreis sowas nicht gibt, dass sich irgendjemand in den Vordergrund denkt mit seinen Gefühlen? Macht sie es nicht gerade selbst? Angelina bekommt Alex dann auch noch ein Einzelgespräch. Wir haben ja so in letzter Zeit schon so ein bisschen drüber gesprochen, so, ne, auch was danach eventuell sein könnte. Und dann dachte ich mir so, krass, man malt sich halt so Sachen langsam halt echt so im Kopf ja, aus. Ja, voll, ne? Mach ich auch ganz viel. Hatte jetzt gerade nur ich das Gefühl oder wirkte der Bachelor so ein bisschen horny? So, ja, ich male mir auch schon ganz schön viel im Kopf aus. Okay, der ist ready, ne? Allerdings, während er mit Rebecca ja immer über das Kursthema jetzt redet, ist Angelina schon mal einen Schritt weiter. Tatsächlich, meine Oma heißt Heiderose und ich würde mein Kind jetzt nicht unbedingt Heiderose nennen, Omi, no offense, aber das weiß ich auch. Aber ich finde halt Rosie wirklich so ein schöner Name, weißt du, wie ich meine? Sie wird Rose Jackson heißen, aber man kann sie auch Rosie nennen. Bäm, die Kinderplanung bei den beiden steht also schon. Ja, also sind noch nicht ganz zusammengekommen, aber sind halt schon in dem Schritt, ne? Die sind schon beide so, ey, wir wollen Kinder, so werden sie heißen. Bäm, Sache geritzt. Alles klar. Gehen wir auch gleich nochmal quatschen? Ja, können ja, wir. Ja, okay. Können wir gleich, ja? Ja, können wir. Ja? Ja, let's go. Lisas Energie war heute auch wieder sehr viel positiver. Sie war viel präsenter, hat viel mehr gelächelt. Und wenn man halt kein Trauerkloß ist, sondern ein bisschen mehr strahlt und ein bisschen mehr darüber hinwegkommt, dass das halt ein anständiges Format ist, bam, hat der Bachelor direkt wieder Bock auf dich und ihr redet miteinander reden und Lisa ist wahrscheinlich wieder eine Runde weiter. Also sie stand auf der Kippe mit ihrer deprimierenden Art für den Bachelor, jetzt anscheinend nicht mehr. Er war auf jeden Fall sehr überrascht, dass ich ihn geküsst habe. Hat er gesagt. Ja. Aber ja, positiv überrascht wahrscheinlich, ja, denke ich mir. Ach Gott, und Rebecca hört irgendwie nicht mal auf, darüber zu reden. Die ganze Zeit geht es nur um ihren tollen Kuss. Der eh schon mal, also Rebecca, das nervt. Halt einfach dein Maul. Das Date war dann allerdings noch nicht vorbei, sondern es ging dann später noch mal ein bisschen weiter. Auf den Straßen, nur die Einheimischen, es war ein tolles Gefühl. Ich bin ja irgendwie immer bei Dates nicht so pro irgendwo mit einem Auto durch die Gegend fahren. Allerdings sah das wieder chillig aus. Das wirkte so, glaube ich, wie so ein Gefühl von Freiheit und cool und guck mal hier und guck mal da und wir leben den Moment. Das gefiel mir dann wieder und dann begab es dann später doch noch ein Einzeldate für Lisa tatsächlich. Ja. Das ist schon. Sie hatten sich offensichtlich viel zu sagen. Genau. Und nachdem diese ganzen Dates dann irgendwann vorbei waren, wo, ich weiß nicht, es kam nicht viel dabei rum, fand ich, ging es dann auch schon zur Nacht der Rosen, nicht mehr in irgendeiner Villa, sondern irgendeinem Hinterhof. Ich habe die vier Rosen dort stehen sehen. Willkommen. Das macht dann natürlich Angst, weil man halt einfach weiß, okay, zwei Mädels werden heute uns verlassen. Und wenn zwei Mädels gehen werden, dann müssen jetzt mal andere Geschütze aufgefahren werden. Man muss mit dem Bachelor reden, man muss ihn bezilzen, weil jetzt könnte es jede treffen. Außer Angelina, die gewinnt wahrscheinlich. Lasst uns anstoßen, ja, darauf, dass das auch die letzte Nacht in Mexiko ist.
Was? Geht's danach etwa schon zu den Home-Dates oder was geht denn da bei euch ab? Hm? Das, okay, sie werden wahrscheinlich bald ganz woanders sein. Rebecca nutzt dann allerdings ihre Chance, mit dem Bachelor nochmal zu reden. Man könnte meinen, sie will über den Kuss reden oder irgendwie das Bonding, was die beiden haben. Aber nein, sie möchte ihn warnen. Ich habe dir ja gesagt, dass ich glaube, dass hier manche das nicht so ernst meinen. Und jetzt ist die Zeit gekommen, das endlich auszusprechen, weil sie bedrückt es anscheinend schon die ganze Zeit, dass Leute eventuell es nicht ernst meinen könnten. Ich habe bei Chiara einfach ein ungutes Gefühl, weil sie einfach hinter der Kamera nicht so ist wie vor der Kamera oder auch, wenn du nicht dabei bist, etwas anders ist. Hä, aber viele Menschen verhalten sich vor der Kamera anders als hinter der Kamera. Und viele Menschen verhalten sich in einer Dating-Situation mit dem Typen anders, als wenn sie unter ihren Girls sind. Also, hä? Wow, erstmal, dann ist so anzusprechen, in der Nacht der Rosen, langsam, wenn es in die heiße Phase geht, ist irgendwie so, es ist so ein seltsamer Move. Also es wirkt ein bisschen manipulierend, finde ich. Manipulation in meinen Augen. Mich hat es einfach die ganze Zeit richtig gequält, weil ich einfach eine loyale, offene Person bin und immer nur das Gute möchte für jemanden. Und ich finde es immer so sass, wenn Leute sagen, sie sind so loyal und offen und herzlich und ehrlich und sie wollen immer helfen. Und dann sowas machen. Und es wirkt, wenn du über dich selber so sprichst, ist es so, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Vor allem hat sie auch, glaube ich, ihren Tunnelblick drauf. Also ich meine, sie weiß ja nicht mal, ob es stimmt. Sie hatte ein schlechtes Gefühl und ihr Move ist jetzt, ich gehe zum Bachelor und sage ihm das. Ich spreche das so an, dass mein Gefühl über eine andere Person so schlecht ist. Und du weißt nicht, ob es stimmt. Überhaupt nicht. Es bringt nur schlechte Laune und schlechte Vibes. Gar nicht gut. Ich finde es für mich persönlich an der Stelle auf jeden Fall schade, dass die Information mir vielleicht nicht vorher schon zugetragen worden ist, weil ich dann einfach mehr Zeit gehabt hätte, die Information zu verarbeiten, selbst damit umzugehen. Aber das kam jetzt einfach so überraschend und jetzt noch in der Nacht der Rosen. So, einfach nur richtig kacke. Vor allem ist es ja nicht mal eine Information, es ist einfach nur ein Gefühl von ihr, was sie über eine andere Person hat. Das ist ja nicht mal irgendwas, was wahr sein muss. Ja, und dann wurde es nochmal witziger, weil Chiara so ist, Rebecca und der Bachelor sind fertig mit Reden, dann gehe ich da jetzt hin. Perfektes Timing einfach. Es war auf jeden Fall in dem Moment so, dass ich mir dachte, jede andere Frau jetzt in dem Moment, nachdem Rebecca quasi diese Bombe gedroppt hat. Magst du mir die Hand geben? Nee, da ist jetzt die Chiara und da musst du durch. Und tatsächlich, sie hat mit ihm geredet und er so nur, haha, ja. Ja, also er hat vor der ganzen Zeit nur drüber nachgedacht, so, will die Frau mich verarschen oder nicht? Ja, da konnte sich nicht mal richtig auf sie einlassen. Ey, Mann! Can you feel the heat now? Das war jetzt das erste Mal eigentlich, dass ich im Vorfeld mir gedacht habe, okay, meine Entscheidung steht fest. Can you feel the heat now? Aber auch das erste Mal, dass in der Nacht dann doch einfach was passiert ist. Was die ganze Entscheidung kippen könnte. Und in welche Richtung das jetzt kippt, vielleicht kickt ihr auch einfach den Wecker raus. Ist noch nicht ganz klar. Ich bin ein bisschen gespannt. Vor allem, er hat sich anscheinend vor der Nacht schon Gedanken gemacht, wer rausfliegt. Und die Nacht der Rosen verändert dann gar nichts, okay? Aber jetzt diesmal vielleicht schon. Und nun, weil ja nur 4 Rosen verteilt werden, gucken wir uns mal einzeln an, wer weiterkommt. Angelina. Ja, dass die Gewinnerin weiterkommt, das ist schon mal naheliegend. Finde ich, ja, verständlich. Lisa. Lisa ist wieder positiv drauf, sie ist eine Runde weiter und Alyssa hat sich kurz gefreut. Oder hat Alyssa kurz verstanden, dass sie gerufen wurde und das wurde sie gar nicht. Unangenehm wäre das jetzt, ne? Yeti? Ich würde mich sehr freuen, wenn du diese Hose annimmst. Yeti ist eine Runde weiter? Wie? Ich verstehe es nicht. Also nichts gegen Yeti. Ich habe nichts voll, ne? Sie ist, glaube ich, voll nett und cool und alles, aber man bekommt halt nichts richtig von ihr mit und dann so, ja, du bist in den Top 4. Chiara. Die große Frage ist allerdings, wer bekommt die letzte Rose? Chiara, Rebecca, Alyssa, hä? Und Rebecca so richtig, okay, was? Ja, sie kann es nicht ganz glauben, aber sie ist nicht weiter. Sie hat es nicht geschafft, das Herz vom Bachelor zu erobern und ist mit Alyssa jetzt halt rausgeflogen. Und nächste Woche geht es dann tatsächlich nicht zu den Home-Dates, sondern zu den Dream-Dates nach Rio de Janeiro. Boah, haben wir Bock. Es tut mir so leid, dass ich nicht mehr im Hype bin hier richtig. Ich freue mich auf andere Formate, wo ich mehr im Hype bin, weil das ist so, ich schlafe ein bisschen ein. Ich muss es einfach mal so sagen. Ich hoffe allerdings, euch hat das Video trotzdem gefallen, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt auf andere Sachen draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.